Ist es zwischendurch eigentlich irgendwann mal Tag geworden? Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Ja, ich habe mich auf Namen einigen können, also mit mir selber. Das ist wunderbar. Also, ne, ihr wisst jetzt, Modded Satisfactory, so nennen wir den Spaß hier, steht ja auch eigentlich immer in den Titeln drin. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen dumm und habe das vorher vergessen, dass ich das da reingeschrieben habe. Aber heute habe ich nachgeguckt und ich habe das nicht vergessen. Ist wunderbar, oder? Ich bin clever manchmal. Zum Thema clever. Ich habe keine Ahnung, was wir heute vorhaben. Achso, doch. Die Dinger hier wollen wir mit den Dingern hier anschließen und das Ding da drüber. Also wir haben drei Dinger zu Dingern. Ihr versteht, oder? Logistik. Wir brauchen Förderbänder. Das ist nicht viel. Wir brauchen also viel Zeugs. Wir springen mal hier runter. Offensichtlich habe ich beim letzten Mal irgendwie den Kollegen abgeschossen. Nee, ich habe keine Ahnung mehr. Ja, ist ein bisschen her. Arbeit ist im Moment etwas schatteressig. Ach, das ist gestartet. Was haben wir denn? Tiefen Meilenstein haben wir auch. Müssen wir noch irgendwas reinschmeißen? Also ja, müssen wir, aber scheinbar haben wir das auch nicht, was wir reinschmeißen müssen. Es fühlt sich so anders an. So, wir brauchen eine Menge Blech, Eisenplatten und sowas. Das heißt, wie machen wir es jetzt am besten? Boah, wie viel werden wir davon denn wohl brauchen? Also abgesehen von Shitton. Wie sieht es denn hier drin aus? Ja, ein paar Kupferbarren. Die nehmen wir. Ne, haben wir nicht. Wir haben keine Kupferbarren. Aber wir haben Eisenbarren. Wir haben schon mal Eisenbarren. Eisenbarren sind gut. Vielleicht wäre es sinnvoll, erst hier hinzulegen. Weil das erscheint mir halt machbar. Was haben wir hier drin? Hier hätten wir das Zeug drin. Wir könnten von da aus theoretisch runterfallen. Dann klettern wir mal hier hin und hier. Bin ich hier hochgekommen? Es fühlte sich seltsam an. Okay. Von da aus dahin. Dafür bräuchten wir 18. Das ist machbar. Das andere haben wir. Auch wenn das richtig knackt scheiße aussieht. Das ist mir egal. Aber 18 ist machbar. Weil das ist nämlich einfach nur hier ein bisschen warten. Und dann sind wir bei 18. So, dann können wir das nämlich wenigstens schon mal nutzen. Also. Und. Wow. Wir ziehen es aber auch wirklich komplett durch und hoffen, dass irgendwie was ankommt, ne? Ja, wenigstens hier kann man mal zwischendurch. Wir haben ein kleines Schaufenster hier übrigens. So, das funktioniert schon mal. Das heißt, wir ziehen den Spaß jetzt schön darüber. Der schmeißt den Spaß da schön rein. Während der noch darauf wartet, dass er von da hinten was bekommt. Also der würde irgendwie hier rumgehen. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir genau vorgehen. Also. Ich habe keine Materialien, um überhaupt anfangen zu können. Das ist ungünstig. Ich brauche also. Die Dinge. Wir holen uns Dinge. So. Du machst fleißig. Ich habe gesehen, wir brauchen Beton. Das haben wir. Zwei von denen. Das ist alles wild hier. Und wir brauchen mehr Eisenplatten. Wir machen jetzt die einmal fertig hier.
Dann machen wir hier eine ganze Menge. Wir müssen mal gucken, was wir noch brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir noch Eisenstangen. Gehen jetzt hier auf 50. So, danke. Den Rest machen wir in Stangen. Ja, geht erstmal. So, gucken wir mal weiter. Weil dann hätten wir den Kreislauf wenigstens schon mal so weit, dass wir damit arbeiten könnten. Förderwand. So, wie sieht denn das aus? Guck mal, das haben wir sogar. Warum zum Geier? Bist du der Meinung, da musst du es nicht hinstellen? Das ist... Was soll mir gelb sagen? Okay. So, stellen wir da hin. Dann kommst du mit. Was für... Ah, da fehlen Teile. Wir brauchen... Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kommt hier eigentlich raus? Ja, das Zeug. Okay. Wir sind aber auf dem richtigen Weg. Wir brauchen... Braucht mehr Schrauben, ne? Wie gehen wir da jetzt am sinnvollsten vor? Eine Stange habe ich noch. Das heißt, ich kann nochmal so ein Ding setzen. Dran und dann komm mal mit. Soweit wie du kannst. Bis dahin, wir brauchen Stangen. Stangen. Gefühlt wird das heute sehr seltsam. Wobei eigentlich nicht seltsamer als sonst. Einen Plan habe ich so oder so nie, wie ihr merkt. Also von daher finden wir dich. Nein, nicht im Strom versorgt, sondern direkt hier dran. Warum kann ich... Küss mir doch die Füße. So. Was hast du mir hier so? Mitnehmen. Schön ist anders, aber wenigstens wir kommen voran. Es passieren Dinge und es werden Sachen automatisiert. Da bin ich froh. Jetzt ist für mich noch die große Frage. Warum habe ich eigentlich zwei Eingänge und da hinten zwei Ausgänge? Zwei Ausgänge wahrscheinlich wegen Geschwindigkeiten. Warum habe ich jetzt zwei Eingänge? Ich kann nur eins reinschmeißen. Das heißt, da kommt jetzt der Spaß. Der geht da rein. Du kannst wieder arbeiten. So, hüpf. Dann machst du da hinten, das war der letzte Container. Ich hole mal da raus. Da hüpfen wir mal hoch. Da hüpfen wir offensichtlich nicht hoch. Doch, wir hüpfen hoch. Wir müssen nur wissen, wie. So, jetzt können wir uns weiter Beton mischen nachher eigentlich. Okay. Alles wunderbar. Die Pegel stimmen auch, das ist schön. Hier läuft Shit rein. Du bearbeitest das. Ich dachte gerade, warum liegt denn das Zeug rum? Dabei fährt das da durch die Gegend. Na, guck mal. Das kommt gut raus. Vorne kommt gut was hin. Also den ersten Teil hätten wir damit schon mal. Wir haben hier so einen kleinen... irgendwie Kreislauf. Ich weiß schon, was ihr alle sagen wollt. Alter, guckt ihr das noch mal an, wie das aussieht. Das machen wir irgendwann schön. Irgendwann, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich nicht das Gefühl habe, dass mich dieses Spiel so extrem überfordert. Also, diese Mod. Jetzt würde ich gerne Folgendes machen. Ich möchte... Ich habe
keinen Bock mehr, ne, dafür brauche ich den ganzen Kram hier, keinen Bock mehr Eisenplatten zu machen, ich habe keinen Bock mehr Eisenstangen zu machen und ich habe keinen Bock mehr Schrauben zu machen. Das wären die drei Sachen, die ich machen wollen würde, automatisiert. Das heißt, wir gucken mal. Kascha hatten wir. Konstruktor. Ich setze mir mal einen hier hin. Und guck, was der alles kann. Oh, der kann alternativ Eisenschrauben direkt aus dem Zeug machen. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Eines, der braucht dafür 5 Stück. Was brauchst du? Du brauchst 2 Stangen. Das ist wiederum eine Stange, ein Ding. Das wären dann also nur 2. Dafür kriege ich auch nur 5 raus. Also das ist schon mal besser. Das heißt, wir wollen dieses Rezept. 3, 4, 9. 9. Was machst du? Du machst 30 pro Minute. Das heißt, theoretisch können wir ein 3x3er-Setup machen und hätten sogar noch 2 Barren über, die wir irgendwie weglagern. Das klingt doch gut, oder? Oder wir könnten bei dem... Wir könnten gucken, ob wir mehr Stangen produzieren. Mit den 3, die wir dann über hätten. Also, wir brauchen dementsprechend... Fangen wir klein an oder gehen wir direkt groß? Wir denken noch mal kurz nach. So, den Draht könnte man auch direkt machen. Gibt's auch 1. Und damit wären wir genau bei 10. Das heißt, wir könnten das 3-mal machen. Wir brauchen also 4 Maschinen, 3-mal. Also 12 Maschinen. Ui. Einmal abbauen. Wir gehen hin und setzen uns 12 Stück davon rein. Ich mag nicht, was dort an der Seite steht, aber das ist mir egal. So. Womit fangen wir an? Wir machen uns erst die Schrauben. Schrauben machen wir fertig. Schrauben. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir müssen ganz knapp zu wenig haben. Okay. Aber das ist kein Problem. Schade, dass wir hier diese Alternativrezepte nicht können, ne? Zack. So. Schrauben sind fertig. Packe ich jetzt bewusst hier schon mal rein. Dann brauchen wir nur einen Haufen Stangen. Weil wir brauchen 72 von den Kollegen. Wo sind sie hin? Da. Da haben wir Iron Wire. Den machen wir jetzt auch fertig. Als nächstes machen wir Bob. Du kommst da rein. Sortieren wir das. Danke. Du bekommst das grüne Zeug. Du bekommst das rote Zeug. Guck mal, dann bin ich das nämlich los. Dann kann das da rein. Und, ups. Du bekommst das noch rein. Dann bin ich das schon mal aus dem Inventar los. Ist doch schön. So, das funktioniert alles. Haben wir hier irgendwas, was wir gerade forschen wollen? Was wollten wir eigentlich? Atmen. Was ist das, was ich hier machen wollte? Achso, Forschung. Was macht Forschung denn? Ah, da kriege ich das MAM. Wollte ich das? Achso, deswegen das MAM, ja. Lieber Mensch. Verstehe. Das ist aber jetzt nicht unsere Hauptaufgabe. Wir wollen Kabel haben. Für Kabel brauchen wir Draht. Für Draht brauchen wir Kupferstangen. Kupferstangen haben wir noch. Ballern alles in Draht rein. So. Und weg damit.
Uns fehlt immer noch was. Wir brauchen Kupfer. Dafür gehen wir hin. Das haben wir hier. Alles nehmen. Coole Sache. So, du machst mir Kupfer. Rein damit. Und wir können Kupferstangen machen. So, heute dürft ihr euch das mal wieder anhören, das Dengelengelengelengeleng. Habe ich mal so beschlossen. Machen wir daraus das. Noch ein bisschen mehr, damit wir auch die Dinge anschließen können. Und wir wollten Kabel hier reinlegen. Jetzt fehlen uns noch die Kollegen. Was brauchen wir für die Kollegen? Für die Kollegen brauchen wir Eisenplatten und Eisendraht. Wir öffnen mal unsere To-Do-Liste. Nein, wir gehen hinten und sagen zur To-Do-Liste. So, wir hätten gerne von denen 31. Dann wären wir durch. Ist natürlich jetzt ungünstig. Ich nehme so lange die nochmal raus. Das ist es, was wir gerade brauchen. Wir fangen mit den Eisenplatten an. Die kriegen wir nicht komplett mit dem, was wir gerade haben. Aber dann lassen wir sie mal durchrödeln hier. Ist ja auch schon mal was. Ist wieder spannender Kontext. Kontext? Content. Hoch 10. Aber macht ja nichts. Wir lernen Dinge. Wir versuchen das hier schöner zu kriegen, besser, größer. So. Wie viel haben wir denn hier? Ja, da ist schon wieder eine ganze Menge. Das nehmen wir. Zack. Und da sind die 124. Der Rest geht jetzt, damit wir das machen können. Dafür brauchen wir 186. Fehlt ein bisschen was. Also machen wir die hier mal weiter. Bis da oben sowas wie 186 steht. Da haben wir 100. 40. 50. 60. 70. 80. Wir machen 90. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Voila, lass mal durch. Und dann werden die 31 Platten hier vernommen. Und dann schnappen wir uns das Ganze und bauen die 12 Dinger. Eigentlich hätte ich gerne noch Fundamente vorher. Weil das wird sich tatsächlich mal lohnen. Also was sind Konstruktoren? Wir brauchen ein Fundament pro, ne? Oder mache ich die jetzt erst nochmal? Möchte ich die schon hier vorne vorhaben? Biomasse hält gut lange. Das ist schon mal ganz okay. Wir wollen Fundamente haben. Ja, aber noch keine. Wir haben keine Alternativen. Das heißt, die sind viel zu teuer. Viel, viel, viel zu teuer. Ich brauche Betonfundamente. Also nicht bevor ich das andere Zeug habe. Vor allem brauche ich ja noch diese Platten. Also, ne, andere Zeug. Wie machen wir das denn jetzt? Mache ich am Anfang erstmal. Ich mache die erste Reihe 4 Stück nur. Ja.
Zack. Vier Stück. Einfach damit überhaupt schon mal was passiert. Dann werde ich ja auch sehen, wie gut ich mich verrechnet habe. Produktion. So, hätte sie gerne. Nur da ein. Eins. Zwei. Boden zu steil. Drei. Vier. Und ich habe sie alle falsch rum hingestellt. Weil ich zu blöd zum Gucken bin. Können wir uns darauf einigen? Drei. Vier. Dann als nächstes hätte ich gerne Logistik ein Splitter. Also ich brauche zwei Splitter. Drei Splitter. Falls ihr euch fragt, warum drei? Ganz einfach. Wir hier raus, damit ich die anderen zwei machen kann, die müssen ja auch irgendwo hin. Das heißt, es geht hier raus, direkt in den Splitter rein. Und eins geht davon sofort in die nächsten zwei. Das heißt, das steht ein Splitter, hier steht ein Splitter und hier steht ein Splitter. Jetzt wissen wir, was wir brauchen. Wir brauchen sechs Eisenplatten. Woher legen wir aber alles, was wir schon haben? Die packen wir weg. Das packen wir weg. Was war das andere? Kabel packen wir weg. So. Wir brauchen Eisenplatten. Sechs Stück. Das ging schnell. Wir brauchen Schrauben. Schrauben brauchen wir wieder Dingens. Brauchen wir neun. Ja, kann man ein bisschen mehr machen. Passt schon. So, jetzt müssen wir aber Simple Conveyor Belt. Dafür brauchen wir das. Hebt vier. Wir brauchen das genau. Eine verstärkte Platte. Da sind die vier. Jetzt brauchen wir jetzt wieder albern. Also, wir haben gesagt, wir wollen einen Splitter hier hin haben. Einen Splitter ungefähr dahin haben. Und einen Splitter wollen wir. So, jetzt geht das los, dass wir von da. Wir brauchen wieder Stangen. Also, ne? So, gucken wir mal. Wir machen das hier wirklich, wirklich Stück für Stück. Du gehst da rein. Du gehst da rum. Da nicht rein, weil ich zu wenig habe. Dann würde das von. Moment. Hier. Da rein oder da reingehen. Also da reingehen. Okay. Wir brauchen mehr anderes Zeug. Den ersten Teil haben wir schon mal. Okay. Falsch. So. Wir machen erstmal wieder die Kollegen zu Ende ballern. Dann holen wir uns
hier raus, wie es geht. Und wir ballern noch mal ein paar. Erstmal. Das sieht gut aus. Dann holen wir uns da wieder. Da auch mal 50. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ist alles nicht schön, was ich hier mache, aber es dürfte funktionieren. So, dann gehst du hier rüber. Da rein. Du gehst dort rein. Du gehst dort rein. Das heißt, hier kommt jetzt überall was an. Hoffentlich. Du machst mir bitte einfach nur Eisenplatten. Du machst mir bitte einfach nur Eisenschrauben. Du machst mir bitte Eisenstangen. Und du machst mir bitte Eisendraht. Was ich jetzt noch... Was es jetzt noch gebe... Ja, ihr habt alle keinen Strom, ich weiß. Es gibt noch die Eisen... Iron Sheets. Aber die, ja, die sind als Folgeprodukt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Jetzt brauche ich einmal... Also zweimal Strom brauche ich. Oh Gott. Wir gehen hin. Dahin. Strom. Wir brauchen immer mal drei Masten. Und Leitung werden wir dann sehen. Okay. Wie viele brauchen wir denn? Das ist hier genauso mehr. Ziehen wir schon mal durch. Dann gleich gucken, von welchem Mast wir das holen. Wir hätten gerne einen hier stehen. Einen hier stehen und einen hier stehen. Also ich glaube, ich mache das hier nochmal weg und setze es lieber so, weil dann könnte ich hier nochmal unten einen dran setzen. Okay, du hast keine Verbindung, das ist korrekt. Ich habe keine Kabel. Oh, ich habe keine Kabel. Hast du doch mehr Kabel gemacht, als ich eigentlich brauche? Was war das andere, was ich da gerade rausgenommen habe? Oh. Kabel. Kabel müssen wir jetzt gucken. Du gehst bitte da dran, du gehst bitte da dran, du gehst dort dran, du gehst dort dran, du da, und ihr alle geht nicht hier. Habe ich wieder vergessen, dass ich Daisy chainen kann? Ich kann Daisy chainen. Ich kann nicht alles Daisy chainen. Ja, ich weiß. Nicht gut. Alles wieder online. Perfekt. So. Auch wenn es langsam ist. Wir haben eine vollständige Automation von Teilen, die wir brauchen. Ich hoffe, das können wir alle würdigen. Das wäre schön. Wir sind dabei unter einer halben Stunde geblieben. Ab jetzt ist ja sowieso nur noch Blabla. Wisst ihr ja.
Der macht. Da liegen schon welche. Wunderbar. Du machst mir Schrauben. Du machst Schrauben. Du bist super. Du bist cool. Und hier steht auf 15 pro Minute. Ja. 15, 15. 12,5. 30 pro Minute. Also ich bringe viel zu viel zu wenig rein. Weil ich habe ja gerade mal 30. Die 30 würden ja hier schon verbraten werden. Das heißt, wir können noch nicht untertakten. Wir müssen jetzt damit leben. Aber besser so als anders, ne? Aber damit haben wir den ersten Spaß fertig. Es läuft hier rein, läuft da raus und. Dass ich mich mal über sowas Kleines so dermaßen freue. Okay. Was sagt unser Stromnetz? Unser Stromnetz sagt. Unsere Kurve geht gewaltig immer Richtung. Uiuiuiui, knappe Kiste. Ah, läuft. Okay. Das ist ganz cool. Ihr seid immer noch cool. Mit euch klar. Ihr braucht wirklich sehr wenig. Wahrscheinlich, weil ich immer noch mit dem auskomme, was ich eigentlich per Wind machen würde. Ja. Sehr schön. So lassen wir das. Hui. Ist es zwischendurch eigentlich irgendwann mal Tag geworden? Gut. Was nehmen wir uns fürs nächste Mal vor? Also, fürs nächste Mal. Warum habe ich das eigentlich so hochgerechnet? Warum habe ich nicht erst in die Maschine geguckt, was sie brauchen? Ich habe nur aufs einfache Rezept geguckt. Anfängerfehler. Aber macht nichts. Das heißt, damit die optimal laufen, müssten wir, habe ich gesagt, hier kommen 30 rein, das wäre also einer. Da kommen 30 rein, ist der zweite und ein halber Dritter ungefähr, 12,5. Naja. Dann wäre die Frage, ob wir das hinkriegen, dass wir davon 3 bearbeiten. Das wird aber bedeuten, wir müssen dort mehr reinkriegen und mehr raus. Und soweit ich weiß. Also mehr raus wird schwierig, weil der bringt gerade. Der bringt 60 raus. Wie kann der. Wie viel verarbeitet der? Bitte sag mir 60. Nein, 30. Okay, wir können einen zweiten davon. Ist immer noch nicht optimal, aber wenigstens einen zweiten könnten wir bearbeiten. Das wäre schön. Okay. Es fühlt sich an, als hätte ich die ganze Zeit Nacht gehabt. Oder? Seltsamer Fall. Düster. Vielleicht vertue ich mich auch gerade. Ich gehe wieder hier oben hin, mache gleich ein schönes Bild. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst so ein Abo da, Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Herzlich.